Bin daheim zu St. Florian und mein Auto fährt mit gebrauchten Pomfritöl. Ich hole mir das gebrauchte Pomfritöl von den diversen Wirten oder Würstelstandl oder Kebabstandl, der mir halt so ein Öl gibt. Führe mir das heim in so einen blauen Kübel, schütt dieses gebrauchte Pomfritöl in den grünen Kübel. Da sind oben drei Leinenfetzen, wo das gebrauchte Öl durchsickert. Das heißt, das Öl rennt durch und die Rückstände von Pommes frites und Fleischresten und Breseln, das bleibt oben liegen. Es wird dann abgeschöpft und in den Ölkübel eingeschöpft. Das heißt, ich habe dann unten ein relativ reines Öl. Dieses reine Öl wird nachher nochmal ausgepumpt, durch ein Papierfilter gepresst und nachher in einen Kunststoffbehälter aufgehoben zum Tanken. Das Öl ist dann schon rein tankfähig zum Auto. Ich habe einen alten Dieselmotor mit Vorkammer. Also TDI oder Common Rail ist nicht geeignet. Ich habe zusätzliche Förderpumpen eingebaut und einen Dieselfütter mit Vorwärmung. Das heißt, die Vorwärmung funktioniert mit dem Kühlwasser. Das Auto muss zuerst einmal anspringen und dann wird das Dieselfütter warm. Das Dieselfütter soll jetzt 50-60 Grad haben, dass das Pomfritöl schön flüssig ist und durch die Einspritzdüsen gepresst wird. Im Winter ist das ein wenig ein Problem. Da muss man entweder Normalbenzin dazu tun, ungefähr 10%, 15% oder ein Diesel. Diesel halb halb mit Pomfritöl geht auch.